als wir zurück zu unserem Klassenzimmer kamen, war niemand da. Aber Blumen waren auf einigen der Tische verteilt. Das war vorher nicht so. Als ich näher hinsah, sah ich, dass Blut auf den Blumen verteilt war. Kommt das von der Medusa? Wo gehst du jetzt hin? Ich gucke nach einigen Hinweisen, die uns hier rausbringen. Wir müssen zuerst zum Broadcast, also da, wo der Lautsprecher, wo das Mikrofon für den Lautsprecher ist, Raum hin. Von daher kam die Ansage, also muss da irgendein Hinweis sein. Ein Hinweis! Du? Ich muss Lina finden. Weißt du, wo sie ist? Nein. Wenn du meinst, dass du sie findest, ohne irgendwelche Hinweise zu finden, solltest du es einfach aufgeben. Warum folgst du mir nicht? Vielleicht finden wir Lina zusammen. Das stimmt aber. Naja, deine Beerdigung. Okay, aber hilf mir, Lina zu finden. Hallo? Eine kurze Ansage. Ich hatte vor, ein Herzinfarkt zu spielen. Jetzt ist das nächste Herzinfarkt zu spielen. Und das ist nur ein Bild. Das sind nur Bilder. Jemand riss die Tür zum Klassenzimmer auf. Es war Trey. Er lebt. Noch. Trey! Hier! Hi. Du lebst! Was ist mit den anderen? Die anderen, sie sind von der Medusa erwischt worden. Ich hab's knapp geschafft, ihr zu entkommen. Ich konnte sie einfach nicht retten. Trey konnte seinen Satz nicht beenden. Eigentlich hat er ihn beendet, wo er anfing zu weinen. Ich versuchte ihn zu trösten. Er hat gerade seine Freunde verloren. Genau vor seinen Augen. Das bringt keinen Sinn, aber gut. Es muss ihn sehr verletzt haben. Ich habe nur den Kopf von der Medusa gesehen. Es war so erschreckend. Alles Kreis von roter Aura. Blutroter Rock. Gruseliges Haar. Die Erinnerung allein an das, was er sah, brachte ihn zum Schauern. Schauern. Duschen. Bist du okay? Wir müssen raus hier. Riel, wo rennst du hin? Zum Lautsprecherzimmer. Im dritten Stockwerk. Vielleicht ist etwas dort ein Hinweis. Ich war schon dort, aber die Tür war abgeschlossen. Warte, du warst im dritten Stockwerk, während du von diesem Ding verfolgt wurdest? Oskar starrte Trey an, mit seinen Augen weit aufgerissen, während Trey Oskar wütend ansah und weitersprach. Ich realisierte erst, als ich auf dem dritten Flur war, als ich dort war. Wie auch immer. Es wird dir nichts bringen, aufs dritten Stockwerk zu gehen. Komm mit mir zum untersten Stockwerk.
zum Klassenzimmer, Lehrerzimmer. Oskar, was denkst du? Ich werde nicht dorthin gehen. Riel, wenn du dorthin willst, dann musst du alleine gehen. Ich denke, ich habe eine Schreie von unten gehört. Ach, Rap, ja, jetzt weiß ich, was Rap. Entschuldigung. Ich weiß, was Rap heißt. Repräsentant. Also der Klassensprecher. Die Flure im ersten Stockwerk haben alle ein hellblaues Leuchten. Also, wie von Neonlampen. Und es ist alles so still und leer. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendetwas von irgendwoher springen würde. Na, wie auch immer. Oskar allein zu lassen, ne, stört mich irgendwie ein bisschen. Ja, aber da gibt's keinen anderen Weg. Ich betrat das Lehrerzimmer mit Trey. Real, Trey. Hello, Teacher. Ich leckste ein bisschen, als ich das Gesicht vom Lehrer sah. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber jetzt genau in diesem Moment entspannt es mich ein bisschen. Ich bin froh zu sehen, dass ihr noch am Leben seid. Was ist mit den anderen passiert? Die anderen sind... Natürlich, die Durchsage war richtig. Es erleichtert mich, dass wenigstens ihr am Leben seid. Was ist das für ein Lehrer? Warte. Ich bin der Lehrer. Nein, ich bin nicht der Lehrer. Einmal kurz. Ist da irgendwas, was wir tun, wobei wir helfen können? Es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Vielleicht kannst du irgendwelche Hinweise finden? Könnt ihr irgendwelche Hinweise finden? Hä? Ja doch, wir sollten vielleicht raufgehen. Wir sollten vielleicht zum Oscar gehen. Der Flur vom dritten Stockwerk fühlt sich kalt an. Wo ist Oskar nur hin? Als erstes lass uns zur nächsten Bücherei gehen. Also doch zur Bücherei. Hier ist niemand in der Bücherei. Sollten wir nicht die Bücher durchstöbern? Oh ja, das wäre vielleicht gut. Irgendwo hinten in der tiefsten Ecke finden wir ein Buch How to Fight a Medusa. Oh. Hier sind eindeutig zu viele Bücher. Wie sollen wir da nur was finden? Wir sollten auf der... Schulschreibseite gucken. Da ist ein Punkt. Hier ist ein Punkt. Ein Bildfehler. Das... nichts. Ja, nichts. Ist komisch, dass hier überhaupt nichts ist. Die Seiten haben normalerweise Informationen über die Geschichte der Schule und alles Mögliche. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas hier finden werden. Lass uns weiter zum nächsten Klassenraum gehen. Die
Küche. Hier ist auch niemand. Kein Oscar. Aber es ist... Und es ist gruselig hier. Wenn es... es ist gruselig. Achso, das, wir sind in Chemie. Es ist gruselig in diesem Chemieraum, wenn es so dunkel ist. Der Chemieraum mit den Chemikalien ist so gruselig. Und das Modell von dem. Das menschliche Modell sieht aus, als würde es auf uns runterstarren. Was? Warte, ist da, was ist das? Ich habe sowas noch nie in einem Chemieraum gesehen. Irgendwas in einer komischen Form. Ich weiß nicht, was ein Cybering ist. Aber wir haben sowas nie im Chemieunterricht benutzt. Plötzlich hört man eine Stimme hinter uns. Oscar? Oscar! Komisch, nicht? Oscar, wo zur Hölle warst du? Die Schule war eigentlich gar keine Schule gewesen. Was redest du da? Wir waren im Computer. Wer ist wir? Wir waren im Computerraum. Wir laufen besser nicht zu laut, oder die Medusa wird uns hören und finden. Komm, folgt mir zum Computerzimmer. Ich muss euch etwas zeigen. Oh, was musst du uns denn zeigen? Hallo, bist du denn safe? Yes. Als wir den Computerraum betraten. Einen Moment. So. Saß dort ein Mädchen. Das ist Jane. Ich habe sie auf dem dritten Flur getroffen. Da sind wir. Hi. Hi. Sie hat auf einmal eine tiefe Stimme. Bist du allein gewesen? Bist du die ganze Zeit allein gewesen? Ich war mit allen in der Cafeteria. Aber die Mobber haben alles es genommen und eine Szene gemacht. Sie sind alle wahrscheinlich noch dort. Wie auch immer, was ist das? Oh. Trey zeigt auf den Screen. Ich fragte mich auch, was es war. Also sah ich zu Oscar. Wir suchen auch nach einer Lösung wie ihr. Dabei fanden wir das. 20 Jahre alte Dokumente. 20 Jahre? Also von vor 20 Jahren. Sieht aus wie eine Karte. Ja, es ist eine Karte. Eine Karte der Schule. Aber es sieht ein bisschen anders aus. Das ist das Wichtige daran. Anstatt der Klassenräume waren da... Was? Waren da, Labore. Also waren Oscar und ich vermuten, dass das früher hier ein Labor war. Wenn man genau nachforscht, findet man noch Dokumente darüber. Experimentnummer 137, was war sehr erfolgreich.
bei sie haben irgendwas zum Leben gebracht. Wir schaffen das. War ein Versuchslabor. Unsere Schule war ein Versuchslabor. Das wusste ich nie. Es ist eine, das ist wirklich neu für uns. Aber danke dafür, dass du uns das wissen lässt. Will, lass uns das unserem Lehrer erzählen. Meint ihr? Was ist, wenn er uns stoppen will? Was ist, wenn er von der Medusa schon erwischt wurde? Was bringt es dem Lehrer zu sagen, dass die Schule ein Versuchslabor war? Er weiß das wahrscheinlich schon. Das stimmt. Lass uns ein bisschen weiter nachdenken. Wo sollten wir hingehen? Dann in die Cafeteria. So, was können wir machen? Der Eingang zum Keller wird auf dem ersten Stockwerk sein. Sobald ich den Raum geöffnet, die Tür geöffnet hatte, wurde der normalerweise laute Raum sehr leise. Was ist hier nur los? Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich die Medusa. Ha, ha, ha. Hi. Hä? Ah. Was willst du? Ich dachte, es würde sehr, hilfreich sein, einige Informationen zu teilen. Lass uns unsere Freude teilen. Nein. Warum finden wir keinen Weg hier gemeinsam raus? Wenn wir alle zusammen hier rauskommen, dann... wir alle zusammen finden bestimmt einen Ausweg. Wie? Momentan wissen wir es nicht. Aber wir denken, wir werden es schaffen. Oh. Ich bin mal wieder ein Gesicht. Aber ich denke, gemeinsam werden wir es schaffen. Ich muss mich so oft hin und her bewegen heute. Wir mussten auch wegrennen vor der Medusa, ohne irgendetwas zu essen. Könntet ihr uns etwas geben? Waren wahrscheinlich nicht. Oh, hast keinen Weg rausgefunden, aber wird's an unser Essen? Es ist Selbstmord, hier einfach unbedacht rumzurennen. Es gibt hier nichts zu essen für dich, also vergiss es. Genauso wie wir es vermutet haben. Genauso wie wir vermutet haben, kamen wir so eine Antwort. Aber. Nichts aber. Genug. Sie werden sich sich nicht ändern. Das ist nicht wert. Lass uns gehen. Oscar verließ die Cafeteria wütend und wütend. Bitter und wütend. Riel, lass uns gehen. Ich sagte euch. Ey, schubst das Mädel doch nicht. Bist du okay, du Bastard? Wer jetzt? Du sollst nicht in einem Satz mit zwei Leuten sprechen. Mir geht's gut, lass uns gehen. Es ist gruselig. Du bist so süß. Janes Bein ist blutet. Ich helfe ihr, aus der Cafeteria zu gehen. Warum blutet sie? Das bringt doch nichts.
Um Janes Wunden zu verbinden, gehen wir ins Krankenschwesternzimmer. Es war direkt neben der Cafeteria. Dieser helle Raum lässt meine Augen, tun meinen Augen weh. Aber wir beenden einmal kurz die Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.